Ja, schönen guten Abend bei der Grünen Europa-Fraktion und zum Webinar Miserable Arbeitsbedingungen von südeuropäischen Gemüsefeldern bis in deutsche Schlachthöfe. Ich bin nicht Martin Häusling, der ist im Bildschirm ganz links zu sehen, der übernimmt gleich. Ich bin Boris Mijatovic, ich mache die Organisation heute Abend ein wenig im Hintergrund. Ich mache auch gleich mein Bild wieder aus. Ich habe zwei, drei organisatorische Hinweise und dann übergebe ich an Martin. Ganz praktisch, wir zeichnen das Webinar auf. Das heißt, wer nicht persönlich genannt werden möchte oder um Persönlichkeitsrechte zu schützen, sagen wir immer nur den Vornamen und den ersten Buchstaben von Nachnamen. Wenn Sie in Ihrem Bildschirm schauen, haben Sie oben eine Hand, mit der Sie Handzeichen geben können, wenn Sie eine mündliche Frage stellen möchten. Sie können aber auch ganz anonym bleiben und eine schriftliche Frage stellen, das dann entsprechend mit Ihrem Namen verlesen wird. Das wären von meiner Seite die technischen Dinge und damit würde ich schon übergeben an Martin. Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu dem Webinar, was wir hier machen zu einem höchst aktuellen Thema, nämlich die Arbeitsbedingungen sowohl von Saisonarbeitskräften als auch von Arbeitern, meistens muss man ja halt sagen, schlecht bezahlten Arbeitern in den Schlachthöfen, nicht nur in Deutschland. Und wir wollen das Thema nicht nur aus der deutschen Perspektive betrachten, sondern es handelt sich hier um ein Webinar der Europafraktion und wir wollen auch die europäische Dimension ganz klar auch hier darstellen. Wir sind sozusagen in einer Situation im Moment, wo vielen durch die Corona-Krise deutlich wird, nicht zum ersten Mal. Es ist so, dass wir nicht zum ersten Mal auch über die miserable Situation von Arbeitskräften in der Landwirtschaft reden. Wir reden und müssen darüber reden, über die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen. Nicht nur wegen Corona. Das ist jetzt sozusagen im Moment im Fokus, ganz klar, auch wegen gesundheitlichen Gefahren. Wir müssen diese Menschen, die da sind, schützen und müssen dafür sorgen, dass auch nach der Corona-Krise die Arbeitsbedingungen auf den europäischen Feldern und in den Schlachthöfen besser werden. Wir haben für dieses Webinar zwei Experten gewonnen, über die ich mich sehr freue. Das ist einmal Anja Piel, die vom DGB kommt, und Arndt Spahn von der EFAD, von der Europäischen Landarbeitergewerkschaft. Beide im Thema wirklich exzellente Fachleute. Arndt mehr im Thema der Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft und Anja beschäftigt sich mehr mit dem Thema der Situation der Arbeitskräfte in den Schlachthöfen. Wir wollen heute Abend die Gelegenheit nutzen, wirklich auch mal uns damit zu beschäftigen, wie kann es besser werden, langfristig. Wie gesagt, nicht nur in der Corona-Krise, sondern langfristig. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir schon vor ein paar Jahren hatten. Da hieß der Arbeitsminister noch Gabriel und da war das schon mal ein Thema und da wurde uns auch versprochen, die Situation in den Schlachthöfen soll jetzt besser werden. Morgen kommt Herr Heil und wird uns hoffentlich dann Vorschläge auf den Tisch legen, wie es denn besser werden soll. Wir haben aber auch einen europäischen Sozialkommissar, Herrn Hans, der muss oder Niklas Schmidt, der muss uns auch sagen, was in Europa passieren muss. Die Europäische Union hätte durchaus auch Möglichkeiten, etwas für die Situation zu tun. Damit möchte ich erstmal belassen. Ich möchte unseren beiden Experten jetzt erstmal das Wort geben. Erstmal Anja, die ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen. Die ist nur zugeschaltet, aber man kann sie gut hören und das Bild müsst ihr euch halt vorstellen. Anja, es liegt an dir, jetzt mal zu sagen, was sagt der DGB und was ist die Forderung des DGB? Ja, Martin, vielen Dank. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, dass das Thema miserable Arbeitsverhältnisse in der Fleischwirtschaft schon unter Sigmar Gabriel Thema war. Tatsächlich habe ich auch schon eine sehr lange persönliche Geschichte in der Auseinandersetzung mit diesen elenden Arbeitsverhältnissen, weil wir in Niedersachsen natürlich unter Rot-Grün uns darum auch schon gekümmert haben. Wir haben tatsächlich 2016 eine Selbstverpflichtung der Unternehmen erlebt. Die haben damals gesagt, dass sie ihre Strukturen und Organisationen derart umstellen wollten, dass sich sämtliche in ihren Betrieben eingesetzte Beschäftigte in einem in Deutschland gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis befinden. Das hat aber in den letzten Jahren eigentlich nur dazu geführt, dass die Subunternehmer, die diese Werkvertragsbeschäftigten eingestellt haben in der Fleischindustrie,
das sind übrigens die Hälfte über die Hälfte der Beschäftigten da, dass die einfach vom Ausland umgezogen sind oder dass sie in Deutschland Standorte sich gesucht haben. Sie sind jetzt also inländische Subunternehmen, aber das heißt, dass sich an den Arbeitsverhältnissen nicht viel geändert hat. Deswegen haben wir uns auch am Montag, also gestern, sehr gefreut, dass Hubertus Heil, also eigentlich am Wochenende ja schon angekündigt hat, dass sich da jetzt was ändern wird, dass die organisierte Verantwortungslosigkeit durch Substrukturen in der Fleischindustrie ein Ende haben soll. Das ist eine Forderung, die wir als DGB, die auch die Mitgliedsgewerkschaft NGG seit Jahren hat. Die Corona-Krise macht das alles jetzt noch mal schlimmer. Früher waren die Arbeitsverhältnisse natürlich auch schon ausbeuterisch und gesundheitsgefährdend. In Zeiten von Corona sind schlechte Standards am Arbeitsplatz, also schlechte Hygienestandards, wie auch schlechte Hygienestandards in der Unterbringung, tatsächlich ein lebensgefährliches Risiko für die Beschäftigten. Wir warten da deshalb sehr gespannt, was morgen verkündet wird. Wir finden, dass die Bundesregierung jetzt Regelungen finden muss, die eine höhere Kontrollhäufigkeit von Arbeitsschutzstandards, Gesundheitsschutz, Arbeitszeiterfassung und auch Mindeststandards für die Unterkünfte sichert. Und die Strukturen müssen natürlich so sein, dass sie sich durch Ordnungsbehörden überhaupt kontrollieren lassen. Das ist im Moment nicht der Fall. Und es gibt auch Unternehmen, die ganz bewusst und mit großer Energie Strukturen aufbauen, die Kontrollen unmöglich machen. Dem muss der Gesetzgeber einen wirkungsvollen Riegel vorschieben. Es ist allerhöchste Zeit zu handeln. Und wir brauchen natürlich als Gewerkschaften, das trifft nicht nur die gewerkschaftsnahen Beratungsunternehmen des DGB sowie Faire Mobilität, sondern auch Nahrung und Genussmittel. Wir brauchen Zugang zu den Beschäftigten. Die haben in vielen Fällen Sprachbarrieren. Das heißt, die brauchen Menschen und Beraterinnen und Berater, die sie überhaupt über ihre Rechte aufklären. Und das ist auch eine Forderung, die wir haben. Wir brauchen regelmäßiges Besuchsrecht und Zugang zu diesen Menschen in den Schlachthöfen. Ja, vielen Dank. Wir warten also wie gespannt darauf, was morgen passiert. Eine Sache noch, man eigentlich mit Verwunderung wahrnehmen muss, ist ja, dass die Kontrollen jetzt per Telefon stattfinden oder per Mail nach dem Motto, haben Sie ein Problem im Schlachthof? Ich finde, allein das ist ja schon ein Skandal, muss man sagen, wie heute Kontrollen stattfinden. Ob das vorher wirklich anders war, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber ich würde das Wort jetzt weitergeben an Arndt. Wie sieht es aus mit der Situation der sogenannten Saisonarbeitskräfte auf den Feldern? Und es geht ja nicht, und das muss ich deutlich sagen, nicht nur um Spargelstechen, um das auch mal gleich zu sagen. Arndt, bitte. Ja, herzlichen Dank, Martin, auch allen anderen für die Organisation dieses Webinars. Ein Thema, das uns als Agrargewerkschaften natürlich seit Jahren und Jahrzehnten, in Deutschland übrigens seit über 100 Jahren, auf den Nägeln brennt. Es gibt also diese Wanderarbeit in Europa schon mit einer sehr, sehr langen Tradition. Und nur mal ein bisschen den Umfang zu verdeutlichen. Wir haben in der europäischen Landwirtschaft etwa 10 Millionen abhängig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Und von den 10 Millionen sind etwa 4 Millionen grenzüberschreitende Wanderarbeiter, in Deutschland Saisonarbeiter genannt. In Deutschland sind das 300.000 Arbeitnehmer, die jedes Jahr insbesondere aus Mittel- und Osteuropa kommen, Tätigkeiten, vorwiegend Erntetätigkeiten in der deutschen Landwirtschaft machen. Und diese Tätigkeiten sehr häufig auch so ausüben, dass sie mit ihrer Tätigkeit hier in Deutschland quasi 100% ihres Familieneinkommens erwirtschaften. Es handelt sich also für diese Beschäftigten um eine sehr wichtige Möglichkeit der Schaffung von Löhnen, von Einkommen. Und deshalb ist die Situation der Höhe der Löhne, der sozialen Bedingungen am Arbeitsplatz, in den Unterbringungen und so weiter für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von besonderer Bedeutung. Es ist kein deutsches Phänomen, es ist eine weltweite Situation. In Europa kennt man vielleicht auch die Situation, oder in Deutschland hat man vielleicht auch von der europäischen Situation dieser Wanderarbeiter in Spanien, Almeria beispielsweise, gehört,
oder die Situation von Arbeitnehmern in Süditalien, die unter teilweise dramatischen Arbeitsbedingungen, Unterbringungssituationen und so weiter leben müssen. Eine Situation, die wir in dieser Schärfe in Deutschland nicht haben, worauf wir eigentlich auch stolz sind und wo ich meiner deutschen Mitgliedsorganisation der IG Bau auch mal herzlich danken möchte, die es geschafft hat, zumindest solche Exzesse von Zwangsarbeit, Sklavenarbeit und dergleichen in Deutschland eben nicht auf der Tagesordnung zu haben. Das heißt aber nicht, dass es den Saisonarbeitern in Deutschland gut geht. Im Gegenteil, wir stellen fest, dass die Mindestlöhne zurzeit bei 9,35 Euro die Stunde sehr häufig unterlaufen werden, auf unterschiedlichste Art und Weise, ob das jetzt die Arbeitszeitregelungen sind, intelligente Lösungen von Landwirten, diese Vorschriften zu umgehen. Da sind wir als Gewerkschaft gefordert und da sind wir als Gewerkschaft aktiv. Und ich freue mich, dass insbesondere Anja Piel hat es gerade gesagt, faire Mobilität vom Deutschen Gewerkschaftsbund oder auch unsere Initiative des Europäischen Verbands der Wanderarbeiter, EVW, da wirklich aktiv sind und versuchen, Lösungen herbeizuführen. Die Politik ist gefordert, wirklich hier klare Kante zu zeigen, wenn es darum geht, welche unter welchen sozialen Rahmenbedingungen sollen diese Arbeitnehmer ihre Arbeit verrichten. Zum Umfang der Arbeit muss man sagen, die deutsche Landwirtschaft wäre nicht in der Lage, Bereiche wie Obst und Gemüse, nicht nur Spargel und Erdbeeren, sondern wirklich Obst und Gemüse, Wein, Bau und viele andere Sonderkulturen überhaupt ordnungsgemäß durchführen zu können, wenn es diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gäbe. Das ist ganz wichtig zu begreifen, dass wir es hier nicht mit irgendwelchen Leuten zu tun haben, die hier nach Deutschland kommen, um hier irgendwie irgendwelche Arbeiten zu machen. Es handelt sich um Arbeiten, von denen unsere Bevölkerung mit einem großen Angebot an Produkten profitiert, an denen Konsumentinnen im Supermarkt jeden Tag sehen, wie bedeutend diese Arbeit der Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter sind. Und die deutsche Landwirtschaft wäre schlecht beraten, wenn sie auch weiterhin versuchen würde, diese Saisonarbeiter auszubeuten, nicht gleich zu behandeln, sozial schlechter zu stellen. Da ist die Politik gefordert und ich freue mich genauso wie Anja auf die Initiative und vor allen Dingen die Durchführung von Bundesarbeitsminister Heil, die angekündigt sind, um hier wirklich deutlich zu machen, dass uns der Arbeitsschutz und diese soziale Situation dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Herzen liegt. Die Schwerpunkte sind heute in Zeiten von Corona sicherlich anders. Auch die Frage von Kontrollen in den Betrieben. Aber nichtsdestotrotz kann die deutsche Bauernschaft nicht alleine erwarten, dass es Sonderregelungen für diese Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter gibt. Immerhin ist die nationale Corona-Strategie davon betroffen, dass die Bundesregierung zugestimmt hat, für die Monate April und Mai immerhin bis zu 80.000 Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter nach Deutschland kommen zu lassen, unter teils fragwürdigen Bedingungen. Viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses Webinars haben ja von den Flügen aus Rumänien hierher gehört, von dem Verletzen von Abstandsregelungen, von den Verletzungen von Hygienevorschriften und dergleichen. Da muss deutlich nachgebessert werden. Aber die Lösung besteht nicht nur, ohne sie aus der Verantwortung zu lassen, bei der deutschen Bundesregierung. Darüber müssen wir reden und das ist auch wichtig. Aber es bedarf hier einer europäischen Lösung, denn es handelt sich nicht um ein nationales deutsches Problem, sondern um eine Situation, die wirklich Basis der Ökonomie in Europa darstellt. Und deswegen müssen wir auch über europäische Institutionen, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament reden und den Ministerrat reden, ob sie es wirklich dauerhaft und auch in Zukunft zulassen wollen, dass diese Menschen unter fragwürdigen und teilweise menschenverachtenden und in Spanien und Italien, ich sage das mal auch deutlich, unter Situationen von Zwangsarbeit bis hin zu Sklavenarbeitsbedingungen arbeiten wollen. Das kann nicht Grundlage des Reichtums an Produkten für europäische Verbraucherinnen und Verbraucher sein. Da muss man was gegen tun. Und ich freue mich, lieber Martin, dass du uns heute Abend eingeladen hast, um über diese Fragen zu reden. Ja, da
Ja, da können wir noch über viele andere Sachen reden, auch über die gemeinsame Agrarpolitik, die ja gerade reformiert werden soll und die ja auch zu diesen Bedingungen erheblich beiträgt. Das muss man auch mal deutlich sagen, weil Gelder gehen an die Bauern pro Hektar. Auf die Arbeitsbedingungen wird nicht geachtet. Auch derjenige, der gegen Arbeitsrecht verstößt, bekommt weiterhin sein Geld aus Brüssel. Auch das muss man mal deutlich sagen. Das haben wir schon mehrmals angemahnt. Das, was eigentlich auch eine Bedingung sein müsste für die gemeinsame Agrarpolitik, auch deutlich zu sagen, wenn da jemand arbeitsrechtlich einhält, dann hätte er eigentlich auch keinen Zugang zu Subventionen. Aber nochmal konkret, was wäre die Forderung jetzt von der EFAD, um da mal dabei zu bleiben, jetzt an die Europäische Kommission? Muss die Europäische Kommission eine Richtlinie erlassen? Hat sie die Möglichkeit dazu zu sagen, wir beschäftigen uns damit und versuchen sozusagen das europäisch zu regeln? Gibt es diese Möglichkeit, das mit europäischem Recht durchzusetzen? Die andere Frage ist, ich würde davon abgesehen, hat ja auch die Europäische Kommission erstmal das Recht und die Pflicht, muss ich sagen, dafür zu sorgen, dass Rumänien, rumänische Arbeiter genauso behandelt werden wie alle anderen und anständig behandelt werden. Ich weiß, dass viele bei der letzten Aussprache im Agrarausschuss von rumänischen Abgeordneten das bitter beklagt haben, dass es ein Zweiklassensystem in Europa gibt. Und deshalb wäre es ja schon angesagt, dass die Europäische Kommission sich des Themas annimmt und sagt, wir müssen europaweit eine Lösung finden. Man könnte auch Bulgarien dazu nehmen, die auch viele Arbeiter auch in den Schlachthöfen schicken. Und du hast das Thema kurz angesprochen, der Migranten, die auf den Feldern in Spanien und in Italien unter miserabelsten Bedingungen arbeiten, das ist ja nochmal ein Extra-Thema. Also kurze Frage an Arndt. Gibt es die Möglichkeit, tut die Kommission was oder will sie überhaupt was machen? Ich habe bis jetzt, und wir haben uns ja schon mal mit einer Presseerklärung an die Kommission gewandt, bis jetzt überhaupt noch keine Rückmeldung bekommen. Ja, die Kommission hat nach den europäischen Verträgen die Möglichkeit, insbesondere im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes aktiv zu werden. Und das ist heute wichtiger denn je, denn Corona wütet bei den Landarbeitern und ist verbreitet bei den Landarbeitern. Das geht bis hin, dass nationale Anti-Corona-Strategien durch Sonderregelungen torpediert und unterhöhlt werden. Das darf in Europa nicht zugelassen werden. Und nach den europäischen Verträgen hat die Kommission die Hoheit über im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Jawohl, sie kann aktiv werden. Zweitens kann die Kommission aktiv werden über den Bereich der Koordinierung der Sozialschutzsysteme. Hier ist es zwingend notwendig, Landarbeiterinnen und Landarbeiter, auch wenn sie nur zeitweise beschäftigt sind, wie die Saisonarbeiter in Deutschland, gleichzustellen im Bereich der Krankenversicherung, der Rentenversicherung, Sozialschutzes bis hin zu Unfallschutz. In Deutschland ist der Unfallschutz geregelt. Es gibt aber weiterhin keine Gleichbehandlung im Bereich Kranken- und Rentenversicherung. Eine Situation, die in vielen anderen Bereichen, in anderen Ländern in Europa noch nicht mal in den Grundsätzen angegangen worden ist. Und hier erwarten wir von der Kommission wirklich Gleichbehandlung der Zeitarbeiter in der Landwirtschaft, der Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter, wie sie in Deutschland heißen. Die Kommission hat angekündigt, Sozialkommissar Niklas Schmidt, der vorher ja auch Arbeitsminister in Luxemburg gewesen war, hat angekündigt, hier für Gleichbehandlung einzutreten und die Situation zu verbessern. Hier haben wir hohe Erwartungen. Am 15. Mai Sozialpartner, sprich also der Arbeitgeberverband der Landwirtschaft in Europa und meine Gewerkschaft, die EFAD, einen Vertrag abgeschlossen, in dem sehr deutlich die Rahmenbedingungen für Arbeitsschutz in Covid-Zeiten für diese Wanderarbeiter geregelt wird mit entsprechenden Pflichten für die Arbeitgeber. Das geht hin vom morgens Temperaturmessen über Schutz bei Sammeltransporten zum Feld hin, Abstandsregelungen bei Übernachtung und im Feld bis hin zur Einhalten von Tarifverträgen und der Verpflichtung, die Leute angemessen in Sozialschutzeinrichtungen, also Renten- und Krankenversicherungen, Unfallversicherungen zu versichern. Von diesem Abkommen erwarten wir, dass die Kommission es als Basis für eine europäische Regulierung oder zumindest für Guidelines
für die Mitgliedstaaten nutzt, um deutlich zu machen, Europa ist nicht aufgebaut auf Sozialdumping in der Landwirtschaft. Das ist nicht zu akzeptieren. Ja, Anja, die Frage geht dann an dich weiter. Was erwartest du von Europa? Muss in Europa was passieren? Wir haben heute auch gehört, dass in Frankreich es ähnliche Probleme mit Corona in Schlachthöfen gibt. Kann man denn eigentlich jetzt dem folgen, was jetzt gerade der Bauernverband sagt oder auch von der CDU kommt, dass gesagt wird, wenn wir jetzt schärfere Standards haben, dann ist die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Schlachthöfe nicht mehr gewährleistet und die würden dann nach Polen gehen. Kann man solche Argumente überhaupt zulassen? Oder müssen wir nicht ganz klar sagen, das ist ein vorgeschobenes Argument? Was erwartet der DGB jetzt? Nicht nur, was er heil machen muss, der muss auf jeden Fall liefern, aber was kann und muss auf europäischer Ebene passieren? Und stimmt das, dass die Situation so ist, dass Gewerkschaften gar keine größeren Forderungen stellen können, weil dann wieder mit der Abwanderung gedroht wird? Also ich danke erstmal auch Arndt für seine Ausführungen, weil ich finde, er hat grundlegend was ganz Wichtiges gesagt, was uns in Europa auch umtreiben muss. Wir müssen tatsächlich Commitments darüber haben, dass wir in unseren Ländern auch bei arbeitenden Wanderarbeitern oder eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Fleischindustrie solche Zustände, wie sie jetzt im Moment existieren, nicht dulden. Also wir müssen alles unternehmen, damit wir keine verschiedenen Arbeitsmärkte haben für Leute, die zum Arbeiten zu uns kommen, die unseren Spargel an, das fand ich ja wichtig, dass du diesen Hinweis gegeben hast, die kommen ja, weil wir unseren Spargel essen möchten und nicht, weil sie losreisen, sondern weil wir das bei uns in der Landwirtschaft brauchen. Und so ist es in der Fleischindustrie ja auch eingepreist, dieses billige Arbeiten. Da müssen wir nicht nur als Gewerkschaften, sondern Pastor Kossen sagt es ja immer, auch gesamtgesellschaftlichen Anspruch haben, dass wir diesen Menschen, die für und mit uns arbeiten, vernünftige Arbeitsverhältnisse bieten. Und diese Frage, Standorte zu verlagern, nein, es darf überall in Europa keine Frage sein. Es darf keine Standorte geben, an denen die Leute nicht vor Covid-19 geschützt sind, an denen sie keine vernünftigen Hygienebedingungen finden und keine vernünftigen Unterkünfte. Das muss ein Anspruch sein, der sich über europaweit durchsetzt, sonst werden wir auch in dieser Pandemie nicht vorankommen. Und deswegen ist für uns dieses Standortargument wirklich ein an den Haaren herbeigezogenes. Damit darf man nicht begründen, dass man Leute unter so schlechten Bedingungen beschäftigt. Das kann wirklich nicht das Argument sein. Und da stellen wir uns natürlich als Deutscher Gewerkschaftsbund genauso gegen wie die IG Bau bei den Wanderarbeitern in der Landwirtschaft. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Fenster jetzt in der Krise, dieses Aufmerksamkeitsfenster, was wir durch Corona haben, dass wir das nutzen müssen, Arndt, um ein für alle Mal mit diesen Sachen aufzuräumen, weil die auch vorher schon ein Problem waren. Arndt hat das ja sehr gut beschrieben. Und weil wir in Europa im 21. Jahrhundert den Anspruch haben müssen, dass wenn Menschen in einem der europäischen Länder, also auch in Deutschland oder in den Nachbarländern arbeiten, dass sie Bedingungen vorfinden, die menschenwürdig sind und die ihre Gesundheit und die ihre Arbeitssicherheit gewährleisten. Und dafür kämpfen wir. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit, Arndt, dafür jetzt zu kämpfen, weil wir die Chance haben, was durchzusetzen für die Leute und die Menschen, Martin. Und wenn das in Europa mit unterstützt wird, glaube ich, dann haben wir hier eine einmalige Chance, mit Sachen aufzuräumen, die uns alle seit Jahrzehnten schon belasten und die auch ein Ende haben müssen. Ja, es ging, vielen Dank nochmal, auch klar der Hinweis auf Europa. Gibt es denn jetzt schon Fragen, Boris? Ja. Das war jetzt überraschend, dass die Frage an mich kommt. Ich mache mal Bild und Ton wieder an. Ja, ich bin noch da. Es gibt Fragen. Zum Beispiel fragt Andreas S. schriftlich, wie hoch ist denn der Organisationsgrad der Saisonarbeitnehmerinnen? Haben sie überhaupt ein Konfliktpotenzial? Das meint vermutlich das Streikpotenzial.
Und dann würde ich eine zweite Frage von Angela B. noch anschließen. Brauchen wir nicht eine europäisch einheitliche Richtlinie der Arbeitsbedingungen? Ja, Arndt. Arndt, die Frage ging dann an dich erstmal. Ja, also zum erstmal zu Andreas S. Herzlichen Dank. Der Organisationsgrad der Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter in Deutschland ist äußerst gering. Die Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt versucht mittels des Europäischen Wanderarbeiterverbands Ansprechpartner für diese Kolleginnen und Kollegen zu sein. Der EVW erreicht mehrere tausend Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter im Jahr. Das ist für uns ein Erfolgsmodell, wenn es darum geht, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, einer Mitgliedschaft in der deutschen Agrargewerkschaft nachzukommen, hat die IG Bau gerade ein besonderes Beitragssystem für diese Kolleginnen und Kollegen entwickelt, von dem wir uns sehr viel versprechen. In der Vergangenheit war die Bereitschaft, sich in der Gewerkschaft des Ziellandes zu orientieren, gering. Davon getrennt werden muss die Frage des Organisationsgrades in den Herkunftsländern. Der ist sehr unterschiedlich. In Rumänien sind wir da gar nicht so schlecht aufgestellt. In Bulgarien ist der Organisationsgrad bei unter 10%. In Polen ist der Organisationsgrad bei etwa 30%. Das ist in der Landwirtschaft ein sehr hoher Organisationsgrad. Und in anderen Ländern sieht das anders aus. Wir haben sehr, sehr viel unterschiedliche Modelle der Betreuung und Begleitung, Information und Beratung für Wanderarbeiter, grenzüberschreitende Wanderarbeiter in der Landwirtschaft. Und die italienischen Gewerkschaften sind dort sehr, sehr aktiv, indem sie auch den Wanderarbeitern selber eigenständige Organisationsstrukturen geben, um am Rande der Gewerkschaft oder in der Gewerkschaft dann, die treffen sich dann abends in Gewerkschaftshäusern, die Frage der Selbstorganisation zu ermöglichen. Das sieht in Spanien wiederum anders aus. Und die Geschichte in Spanien hat sich in den letzten 20 Jahren sehr dynamisch und sehr unterschiedlich entwickelt. In Frankreich ist der Organisationsgrad sehr, sehr gering, aber der Mobilisierungsgrad überraschend hoch. In den Niederlanden werden die Leute teilweise nach konfessionellen Zusammenhängen organisiert, genauso wie in Belgien. Also die Vielfalt des Ansprechens von Wanderarbeitern in Europa ist überraschend groß. Wir sammeln über 60 verschiedene Initiativen in 27 Mitgliedstaaten, also in den EU-Mitgliedstaaten, die sich auf Wanderarbeiter spezialisieren. Und ich glaube, dass auch künftig der Organisationsgrad bei den Gewerkschaften in den Zielländern nicht signifikant erhöhen wird, aber dass der Mobilisierungsgrad, der Grad der Kommunikation mit den Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern, dass der allerdings steigt. Wir haben dort teilweise in Ländern eine Verdopplung pro Jahr der Ansprachen für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Hintergrund für diese geringe Organisationsgrad ist, dass diese Wanderarbeiter, das muss man auch mal deutlich sagen, sehr eigenständige Interessen haben in dieser Wanderarbeit oder in Deutschland wird das Saisonarbeit genannt. Sie verlassen ihre Familien aus ihren Herkunftsländern. Übrigens nicht, um sich in Deutschland einen schönen Tag zu machen oder die große weite Welt zu erkunden, sondern um hier in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen, das sie dann mit nach Hause nehmen können und mit ihrer Familie in ihrem Herkunftsland konsumieren können. Das bedeutet, deren Verständnis für die Frage von Arbeitszeitvorschriften beispielsweise hat einen anderen Interessensgrundsatz, als das bei heimischen Arbeitnehmern vielleicht der Fall ist. Denn ich sag mal, eine tarifliche 35-Stunden-Woche akzeptiert, muss halt entsprechend mehr Tage in dem Land verbleiben, bevor er wieder zurückfahren kann zu seiner Familie. Man muss die soziale Situation auch damit nochmal berücksichtigen. Wir haben hier in dieser Zielgruppe der Wanderarbeiter etwa 40% Frauen, 60% Männer in Europa. Deutschland ist das Verhältnis anders. Wir haben hier sehr viel Frauen, die über Monate ihre Kinder
zu Hause lassen und an Großeltern und dergleichen abgeben und so weiter, die haben verdammt nochmal jedes Verständnis dafür zu erwarten, dass man akzeptiert, dass sie in kurzer Zeit möglichst viel Geld, viele Stunden arbeiten wollen, viel Geld verdienen wollen, um dann nach Hause zu gehen und mit diesem kargen Lohn in ihrem Heimatland ein besseres Leben sich organisieren zu können, als sie das ohne diese Saisonarbeit oder Wanderarbeit machen könnten. Das darf man dabei nicht vergessen, so viel zur Frage des Organisationsgrades. Die Frage von Angela B. müsste jetzt nochmal wiederholt werden. Boris, tut mir leid. Ja, ich kann es auch kurz sagen. Ich kann auch die Frage nochmal wiederholen. Angela B. fragt, brauchen wir nicht eine europäisch einheitliche Richtlinie der Arbeitsbedingungen? Bevor ich dann auch Anja bitten möchte, was dazu zu sagen, vielleicht ahnt nochmal kurz an dich die Frage, kann man eigentlich sagen, dass die meisten derjenigen, die auf den Feldern in Europa arbeiten, tatsächlich auch selber Klein- und Kleinstlandwirte aus Rumänien sind, die zu Hause dann so kleine Betriebe haben, dass sie sich das Geld dazu verdienen müssen. Also ist das immer noch die Struktur oder sind es Arbeiter, die mit Landwirtschaft eigentlich wenig zu tun haben? Die Frage war jetzt an mich gestellt, es sind jetzt zwei Fragen. Ich gehe jetzt erstmal auf die Frage von Angela B. ein. Herzlichen Dank, Martin. Europäische Richtlinie über Arbeitsbedingungen. Jawohl, wir brauchen europäische Richtlinien über Mindestlöhne, über Arbeitszeiten, über Sozialschutz. Wir brauchen ein Europa, das wirklich auch ein soziales Europa ist, das nicht nur ein ökonomisches, ein Wirtschaftseuropa ist, sondern das auch eine soziale Union ist. Dafür treten Gewerkschaften in Deutschland und in ganz Europa ein. Überhaupt keine Frage. Und wir erwarten sehr viel von Niklas Schmidt, der in Luxemburg eine hervorragende Arbeit gemacht hat. Und unsere Erwartungen an ihn sind sehr, sehr hoch. Bisher hat die Mehrheit der Mitgliedstaaten allerdings versucht, solche Sozialschutzrichtlinien nicht voranzubringen. Und ich würde mich freuen, wenn es dort zu einem Umdenken kommt. Hab die Erfahrung allerdings gemacht, dass in Zeiten der Krise ein solches Umdenken zwar in vielen politischen Reden geführt wird, aber wenn es dann darauf ankommt, das auch in die Praxis umzusetzen, dass dann die Bereitschaft eigentlich immer geringer ist als in Zeiten der Prosperität. Diese europäischen Kompetenzen, die Rechtskompetenzen, ich sage das nochmal, bestehen. Die Kommission, der Rat und das Parlament können aktiv sein. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Martin Häusling, der auch in der Vergangenheit immer wieder willens und bereit war, sich auch die Probleme der Landarbeiterinnen und Landarbeiter anzuhören und zu gucken, wie man im Agrarausschuss des Europaparlaments hier für Verbesserungen eintreten kann. Und es ist an der Zeit, das Ganze auch mit der europäischen Agrarpolitik zu verbinden. Martin Häusling, du hast das vorhin gesagt. Wenn der Ministerrat nicht willens ist, mittels realistischer Sozialschutzvorschriften und Regulierungen zu arbeiten, dann müssen wir doch zumindest dafür eintreten, dass das Geld der europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht dafür genutzt wird, um Landwirten ihre Produktivität zu subventionieren, die nicht willens und bereit sind, die sozialen Mindestbedingungen bei ihnen vor Ort zu akzeptieren. Sprich, wer illegal beschäftigt, wer schwarz beschäftigt, der soll bitte sehr auch keine Gelder aus der europäischen gemeinsamen Agrarpolitik bekommen. Das muss verbunden werden. Und da haben wir auch an dich hohe Erwartungen. Danke. Ja, die Erwartungen versuchen wir zu erfüllen, aber du weißt auch, dass die Mehrheitsverhältnisse nicht ganz so vorteilhaft sind, zumindest im Agrarausschuss. Aber ich denke, du hast es richtig gesagt, die Frage, gerade auch in Italien und in Spanien, wo ja viel Geld auch in Kanäle fließt, die wir eigentlich nicht wollen, da muss die Europäische Union dann auch zugreifen, wenn es darum geht, diese Fälle dann auch aufzuklären und ganz klar zu sagen, wer Arbeiter ausbeutet, der sollte nicht noch belohnt werden mit europäischen Subventionen. Aber die Frage geht dann auch nochmal an Anja, weil Deutschland hat ja in ein paar Wochen die Ratspräsidentschaft. Und die Forderung wäre dann auch ganz klar zu sagen, wenn Herr Heil hier Vorschläge macht,
muss das ja dann auch nach Europa getragen werden. Erwartet ihr da was in der Richtung oder habt ihr Kontakte zu europäischen Institutionen, um das Thema, auch gerade das Schlachthausthema, europaweit aufzugreifen? Herr Martin, erstmal dir auch Dankeschön für deinen Einsatz, den du da leistest. Ich würde auch nochmal unterstützen in Richtung Arndt. Ich glaube, wenn es nach Martin ginge und Martin derjenige wäre, der das zu entscheiden hätte, wären wir schon weiter voran. Nur die Sachen müssen natürlich auch mehrheitsfähig sein. Und die Frage, was erwarten wir uns von der Ratspräsidentschaft, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir hoffen, dass wir auch in diesen Regelungen weiterkommen. Arndt hat ja sehr zu Recht schon angesprochen, dass Förderung mit europäischem Geld, wenn sie an Menschen fließt, die nicht willens sind, ihre Arbeit auf den Höfen oder auch in den Schlachthöfen unter vernünftigen Bedingungen laufen zu lassen, darf eigentlich nicht passieren. Also insofern ist es wichtig, dass sich Europa des Themas annimmt. Nur wir müssen auch klar haben, dass wir natürlich auch Profiteure in Deutschland sind, von dieser Art zu arbeiten. Wir wissen, dass im benachbarten europäischen Ländern wie Belgien und Frankreich großer Ärger darüber herrscht, wie unsere Fleischindustrie funktioniert. Also da müssen wir uns mal gar nichts vormachen. Da lösen wir auch im benachbarten europäischen Umland Ärger mit aus, dass wir zu solchen Bedingungen in diesen Schlachthöfen arbeiten lassen. Deswegen tut es dringend Not, das, was Ahn für die Landwirtschaft fordert, auch für die Fleischindustrie zu fordern, dass wir dazu gleich Standards kommen. Und es ist noch mal einmal wichtiger, als dass wir dieser Pandemie auch nur begegnen können, wenn wir auch in der Fleischindustrie für vernünftige Arbeits- und Hygienebedingungen sorgen. Also es ist nicht nur aus Sicht Gewerkschaft und aus Sicht von Gerechtigkeit eine Frage, sondern auch einfach aus der Sicht heraus, wie werden wir dieser Pandemie Herr? Und Arndt hat das schon für die Landarbeiter und für die Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter angesprochen. Und es gilt natürlich in den Schlachthöfen noch einmal mehr. Die arbeiten ja nicht in der frischen Luft, sondern eng gedrängt mit nicht mal 80 Zentimeter Abstand an diesen Fließbändern bei der Zerlegung. Das ist hoch lebensgefährlich, was da im Moment stattfindet. Und deswegen muss auch die Ratspräsidentschaft in Pandemiezeiten ein Interesse daran haben, dass nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Fleischindustrie mit vernünftigen Arbeitsbedingungen gearbeitet wird. Ja, natürlich erhoffen wir uns, dass nicht nur Hubertus Heil morgen höhere Standards verkündet, sondern dass auch über Europa und über Brüssel höhere Standards gesetzt werden, auf die man sich dann zurückfallen lassen kann. Und ich bin Arndt ausgesprochen dankbar für den Hinweis auf diese Verkopplung von Fördergeldern mit Standards, weil ich glaube, das macht wirklich Sinn, weil die Kontrollen haben sich gerade in der Fleischindustrie und auch übrigens in der Landwirtschaft als ausgesprochen schwierig erwiesen, weil auch für unsere Leute von faire Mobilität, die im Moment gerne Zugang zu den Leuten hätten, da will ich auch noch ein Wort sagen zu der Frage Gewerkschaftsorganisation, weil es in der Fleischindustrie auch noch einmal härter gilt. Wir müssen natürlich die Menschen auch nicht nur über ihre Rechte belehren, sondern ihnen auch zu ihren Rechten verhelfen. Und an der Stelle wären wir natürlich außerordentlich froh, wenn wir höhere Standards und bessere rechtliche Situationen durchsetzen können. Ja, vielen Dank auch für das Lob für mich. Aber wie gesagt, wir können uns nur bemühen. Wir brauchen gewerkschaftliche Unterstützung bei dem Thema. Es muss auch in der Agrarbranche ankommen, dass es nicht so weitergehen kann. Aber nochmal die Frage jetzt an Boris. Gibt es Teilnehmer, die sich jetzt zuschalten wollen mit Fragen? Ja, wir haben eine ganze Reihe von Fragen und ich würde jetzt eine Runde vorschlagen, dass wir Fragen mündlich hören werden. Ich würde die drei Fragesteller an der Stelle, Fragestellerinnen, freischalten nacheinander. Ich habe zuallererst hier Ursula O. Sobald ich hier drauf drücke, wird bei Ihnen ein Bildschirm, ein Fenster erscheinen. Da müssen Sie sich dann auch noch unmuten, das heißt den Ton freischalten. Und dann können Sie gerne Ihre Frage stellen und bitte Sie, sich kurz zu fassen. Los geht's. Hallo? Hallo? Hallo Ursula?
Auf dem Bildschirm ist ein Fenster aufgegangen, wo man sich freischalten müsste. Okay, einfach nochmal versuchen und ansonsten nochmal die, ah ne, hier, jetzt, ich habe den Fehler gemacht, Entschuldigung, jetzt aber, Ursula, Entschuldigung, das war mein Fehler, Sie haben das Wort für Ihre Frage. Alles klar, jetzt bin ich da. Ja, genau, das war mein Fehler, sorry. Wunderbar, alles gut. Ich lebe seit 30 Jahren in Bari bzw. in Vitrito. Interessanterweise gegenüber von mir ist 2012 entstanden von der Groß, ich weiß nicht, ob die vielleicht auch sogar in Deutschland bekannt ist, also auf nationaler italienischer Ebene ist Siciliani der Fleischhersteller, kann man ja eigentlich nicht sagen, weil Fleisch wird nicht hergestellt. Fleisch. Und es, wie gesagt, also gerade in der Corona-Zeit jetzt gab es einen großen Skandal, weil der Betrieb ist nicht geschlossen worden und plötzlich gab es einen Artikel, in dem also von 40 Infizierten die Rede war und genauso plötzlich waren eine Woche später alle wieder weg, alle wieder gesund und man hätte die körpersprachliche Mitteilung unseres Bürgermeisters hier sehen müssen. Ja, wir sind ja der Familie Siciliani, die sind wir ja so dankbar. Und also da ist nochmal ein ganz dicker Bereich, wie ich geschrieben habe, kann man die ganze, also ich fürchte sogar, in der ganzen Agrarwirtschaft, das kann nicht diskutiert werden, speziell in den südeuropäischen Ländern oder vielleicht, ich weiß es nicht, von Spanien, aber ich weiß es halt nach 30 Jahren hier in Italien, ohne einzubeziehen, und zwar speziell natürlich im Hinblick auf Förderung, weil ich weiß genau, dass diese Familie direkte Beziehungen zum Europäischen Parlament hat. Und von daher auch noch gefördert wird. Und man kann es eben leider Gottes nicht diskutieren, ohne einzubeziehen das Thema organisiertes Verbrechen. Dank, ja, das Ursula, war mehr eine Forderung, eine Bitte auf Anhörung, weil ich dieses ganze Thema, eben es wird leider immer getrennt diskutiert. Also ich komme gerade aus einer Diskussion von Sven Giegold, wo dann über die Kritik am europäischen Urteil wieder getrennt diskutiert wird. Es gibt halt hier, da muss man dann schon mal die nationale italienische Situation sich ein bisschen genauer angucken. Das wird dann für Urlauber nicht so ganz schön, aber ich denke. Wir nehmen die Frage, also die Frage ist angekommen, die ist auch sehr wichtig. Kriminelle ja. Energie bis hin zum Menschenhandel. Ursula, vielen Dank für die Frage, die ich ans Podium weiterreiche. Aber vorher nehme ich noch eine weitere mündliche Frage dazu, dass wir ein wenig sammeln. Gisela S., bitte. Und auch bei Ihnen müsste, wenn das hier jetzt mal geht. Ich habe hier leider gerade. Könnt ihr mich hören? Ja, Gisela. Jawohl. Okay, super. Ich bin Gisela Sengel. Die Gisela S. Ich habe eine. Servus zusammen. Ich habe eine Frage und zwar: Erstens mal finde ich die Struktur der Betriebe unglaublich unterschiedlich in ganz Europa. Das ist auch ein großes Problem, glaube ich, für Verhandlungen, also auf der Arbeitgeberseite. In Italien sind ja viele kleine Gemüsebaubetriebe zum Beispiel und in Deutschland riesige Schlachtkonzerne. Also das wäre für mich schon, wie verhandelt man da eigentlich? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Idee,
Arbeitsbedingungen, also Arbeitsstandards an die europäischen Agrargelder zu knüpfen, wäre für mich das Schlüssigste. Und auch das, was heißt einfach, wird es nicht werden, aber irgendwie das Logischste auch in der Umsetzung, dass man quasi diese sozialen Komponenten genauso aufnimmt in die Gross Compliance, dass man sagt, das ist der Mindeststandard, der muss auch bei Arbeitsbedingungen gelten. Und ich glaube, das wäre der beste Weg, wenn man sich dafür einsetzt, dass man da irgendwie, dass das ganze Thema Eingang findet in die Bedingungen, wenn man Agrargelder haben möchte, muss man da einfach auch bestimmte Standards erfüllen. Ob das Lohn ist oder eben Arbeitsschutz, also Wohnräume und so weiter. Das war's. Sehr gut. Vielen Dank, Gisela, und schöne Grüße nach Bayern. Dann würde ich das jetzt ans Podium geben. Martin, würdest du das dann entsprechend zuteilen, bitte? Ja, ich kann auch was dazu sagen. Die Forderung, das anzubinden, sozusagen auch die Auszahlung von Fördermitteln, die gab es schon jetzt bei den letzten Skandalen in Spanien, wo ja auch die Zustände in den Gewächshäusern wirklich sehr dramatisch sind. Die Kommission hat dann gesagt, das ist eine nationale Angelegenheit. Das müssen die nationalen Behörden prüfen. Die sind verantwortlich für die Auszahlung der Gelder. So macht man sich natürlich einen schlanken Fuß. Natürlich muss auch die Europäische Union, sie verteilt ja die Gelder, auch darauf achten, dass es an die richtigen Adressaten kommt. Und wir haben, das ist ja eben auch in der ersten Frage auch deutlich geworden, wir haben einen richtigen fetten Skandal in Süditalien, weil das muss man halt auch sagen, die Gelder abgegriffen werden von mafiosen Strukturen, und die Europäische Kommission weiß das, die hat das auch tatsächlich ja auch Nachforschungen betrieben, aber es passiert dann anschließend zu wenig. Auch das muss man halt offen ansprechen. Die nationalen Behörden sind bei der Überwachung natürlich auch in der Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ein Bürgermeister dann gejubelt hat nach dem Motto, es ist wieder alles in Ordnung. Das ist nicht nur italienisch, um es auch mal zu sagen. Auch in Deutschland weiß ich, dass sich Landräte und auch Bürgermeister schützend vor die Betriebe stellen, weil sie auch Gewerbesteuerzahler sind. Auch das gehört zur Wahrheit. Das ist nicht nur ein Problem von Südeuropa. Auch in Deutschland wird die schützende Hand über Betriebe gehalten. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Aber ich würde die Frage weitergeben an Anja erstmal, weil es ja auch darum geht, zu sagen, kann man das auch vergleichbar übertragen auf die Situation in den Schlachthäusern, dass man da auch europäische Regeln setzt. Zumindest kann man ja bei der Verteilung von Fördergeldern für Investitionen was machen, oder? Habe ich. Danke, Martin, und auch vielen Dank für die klugen. Wir haben tatsächlich mit diesem Werkvertragskonstrukt, ich kann das jetzt für Italien nicht einschätzen, weil eben das Wort Menschenhandel genannt wurde, gar keine Notwendigkeit, Menschenhandel zu betreiben, weil ich, also Arndt hat es vorhin so gut beschrieben, wir haben eine große Zahl von Menschen, die in diese Betriebe gehen, das ist in der Landwirtschaft zur Erntearbeit, genauso wie in der Fleischverarbeitung, die darauf setzen, dass sie ihre Familien in den Heimatländern mit ihrer Tätigkeit ernähren können. Das sind wirklich ehrbare, achtbare Absichten. Und diese Leute, die kommen, die haben tatsächlich weniger das Bedürfnis, sich um ihre Rechte zu kümmern, zu streiken oder sich gewerkschaftlich zu organisieren, als einfach das Geld zu verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Das ist eine Not, glaube ich, die sich unser einer gar nicht mehr vorstellen kann, weil Arndt, du und ich, wir sind und auch Martin, wir kennen einfach gewerkschaftliche Mitbestimmung und Organisation und betriebliche Mitbestimmung. Das spielt aber für diese Arbeitskräfte keine vorrangige Rolle. Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt, weil wir gerade eben darüber sprachen, Martin, das sagt, ist ja ein richtiger Ansatz zu sagen, dass die Unternehmen natürlich national kontrolliert werden müssen. Aber was machen Werkverträge? Die haben ausschließlich die Funktion, Verantwortlichkeiten zu verschleiern, Solidarisierung zu verhindern und Rechte von Beschäftigten auszuhebeln. Die Selbstverpflichtung der Unternehmen, bessere Überwachung
durch den Zoll und den Arbeitsschutz und mehr Beratung. Das ist alles gut und richtig, aber die werden nicht das Grundproblem beseitigen. Bei diesen komplizierten Strukturen stößt nämlich auch Überwachung an ihre Grenzen. Also deswegen sind wir ja auch so froh, dass Hubertus Heil jetzt sagt, er will die Kontrolldichte unter Umständen nehmen. Wenn er das morgen sagen wird, werden wir das natürlich begrüßen. Das setzt aber auch voraus, Martin, dass man mehr Menschen einstellt dafür, weil die Strukturen für die Kontrollen sind jetzt auch nicht so, das wird Arndt wahrscheinlich für die Landwirtschaft genauso bestätigen, dass die Dutzende von Leuten haben, die sie losschicken können. Also diese Kontrollen müssen natürlich personell hinterlegt werden. Und dann muss man auch ehrlich sagen, also das sage ich einfach aus der komfortablen Situation heraus, dass ich das kenne und als Tochter eines Betriebsratsvorsitzenden, die soziale Marktwirtschaft lebt davon, dass es in den Unternehmen Mechanismen der Selbststeuerung und Selbstkontrolle gibt. Zum Beispiel über Betriebsräte. Das ist total wichtig. Das ist hier in diesen Unternehmen der Fleischindustrie aber komplett ausgeschaltet. Also es ist ja so, wenn dann sich jemand aufstellen würde, um den Betriebsrat zu gründen, dann gibt es einen Zeitpunkt, wo das rechtlich nicht mehr zu verhindern ist. Aber da kommt es ja gar nicht hin. Also wir haben ja an der Stelle keine organisierten Arbeitskräfte. Und diese Frage, erkenne ich, dass in meinem Unternehmen was schiefläuft, die wird halt in Deutschland in guten und gut organisierten Betrieben natürlich auch vielfach von den Betriebsräten wird da der Finger in die Wunden gelegt. Das fehlt hier aber in der Fleischindustrie komplett. Also da kann Arndt ja gerne auch nochmal aus der Landwirtschaft ergänzen. Aber diese Kontrollmöglichkeit, die ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, Arndt, willst du noch was dazu sagen? Also, ja, herzlichen Dank, Martin. Ja, das insbesondere, was Ursula U. gesagt hat aus Mari, ist wichtig. Eine wichtige Stadt mit einer großen Tradition in Apulien, am Stiefelabsatz in Süditalien gelegen. Große landwirtschaftliche Tradition. Foggia ist nicht weit entfernt, Sgargano ist nicht weit entfernt, die Mafia ist nicht weit entfernt. Das System der Menschenhändler, Correlato genannt, ist allgegenwärtig und ich bin stolz, dass meine italienischen Mitgliedsorganisationen übrigens gemeinsam mit den Kleinbauernorganisationen, die wir auch in der EFAD organisieren, 1,2 Millionen landwirtschaftliche Betriebe bei den Arbeitnehmern organisiert, das ist auch nicht so schlecht, dass sie es geschafft haben, nationales Gesetz gegen dieses Caporellato-System durchzusetzen und wir hoffen alle, dass dieses Gesetz greift. Wem solche Stichworte wie Rosano und dergleichen etwas sagen, Ursula weiß, wovon ich rede, der weiß, dass das eine sehr leidvolle Geschichte gewesen ist, die es eng verbunden ist. Sie hat es sehr geschildert mit der Situation der örtlichen Mafia-Strukturen und mit den vielfältigen Verbindungen, die da bestehen. Wir machen jedes Jahr unsere Aktion Ancora in Campo in Apulien, in Bari, in Foggia und anderen zentralen Stellen, um mit den Saisonarbeitern, Wanderarbeitern, landwirtschaftlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ins Gespräch zu kommen, ihre Selbstorganisation zu erhöhen, sie dazu zu bringen, sich wirklich regelmäßig in Gewerkschaftsbüros zu treffen und Lösungen herbeizuführen. Ein wirklich überzeugendes Beispiel. Die bulgarische Regierung hat in Bari und in Foggia an den Gewerkschaftsbüros Informationsschalter aufgestellt mit so einem Bildschirm, wo sich die Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter aus diesen Ländern im Auftrag der nationalen Botschaften dieser Herkunftsländer über ihre Rechte und Pflichten informieren können. Ein sehr, sehr gutes Beispiel und ich freue mich über die gute Kooperation mit den Regierungen aus den Herkunftsländern. Beide Regierungen, die übrigens nicht unbedingt dafür stehen, hohe Sozialstandards in Europa durchzusetzen. Da möchte ich mal auf ein anderes Problem kommen, ohne abzuschweifen. Wenn gesagt wird, ja, dann wandern die Betriebe aus und Deutschland verliert die Marktsituation und so weiter. Also wenn man sich mal anguckt, wer denn unseren Eisbergsalat in Spanien produzieren lässt, dann sind das ja deutsche Firmen, die nach Spanien auswandern
um dort billig Zugang zu Boden und zu Sonne zu bekommen, zu Arbeitskraft zu bekommen. Das Einzige, wofür sie in Spanien zahlen, ist Wasser, das über hunderte von Kilometern von den Bergen in diese Produktionsgebiete transportiert wird, auf nicht sehr nachhaltige Art und Weise, mit einer starken, mit einem starken Effekt auf konkurrierende Wirtschaftsbereiche, Tourismus und dergleichen. Das sind das deutsche Unternehmen, die dort diese Kostenvorteile für sich realisieren. Und wir sind einfach nicht willens und bereit, weiterhin deren Erträge mit unseren geringen sozialen Standards zu ermöglichen. Deshalb nochmal an die Europäische Kommission. Jawohl, die Konditionalität in die GAP-Reform aufnehmen, die Bindung an soziale Standards zu machen, aber auch sehr technisch vorzugehen. Gisela hat die Cross-Compliance-Handbücher genannt. Das ist das System der europäischen Agrarkontrolleure. In Europa hat ja jede Kuh eine Uhrmarke und wird deswegen erfasst. Deswegen weiß man in Europa auch, wie viele Kühe existieren. Wie viele Landarbeiter existieren, weiß man in Europa nicht. Das Europäische Statistische Amt, Eurostat, geht von 2 Millionen Landarbeitern in Europa aus, hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Da wird das in Jahresarbeitseinheiten umgerechnet, völlig absurd. Und ich sage mal, solange wir uns weigern, Uhrmarken zu tragen, wird sich da wahrscheinlich auch nicht viel dran ändern, obwohl die Kommission in die Cross-Compliance-Handbücher reinschreiben könnte, nur Firmen, die eine betriebliche Gefährdungsbeurteilung, die übrigens europäisches Recht ist, Arbeitsschutzrahmenrichtlinie, das ist europäisches Recht, jede Firma in Europa muss eine Gefährdungsbeurteilung machen. Wer das nicht macht, der kriegt auch eine Abmahnung bei den GAP-Mitteln. Erstmal eine Abmahnung und das nächste Mal werden dann die GAP-Zuwendungen gekürzt. Wenn der Quadratmeter auf dem Betrieb falsch berechnet worden ist, dann werden nämlich die Agrarsubventionen gekürzt. Aber wenn die Landarbeiter nicht ordentlich behandelt werden oder teilweise sogar illegal beschäftigt werden, dann spielt das für die GAP-Mittel keine Bedeutung. Das darf in Europa keine Zukunft haben. Und Martin, danke für deinen Einsatz und für den Kampf wirklich hier, sozialen Fortschritt für ein soziales Europa durchzusetzen. Nur das wird uns daran hindern, Europa in eine weitere Sache laufen zu lassen, wie das mit dem Brexit begonnen hat und mit der ganzen Europamüdigkeit jetzt in vielen anderen Ländern, die über fehlende Solidarität jammern. Die Behandlung ihrer Landsleute in westeuropäischen Metropolen und großen Gebieten wie Deutschland zum Beispiel ist für diese Menschen extrem wichtig, um zu wissen, ja, Europa ist für uns eine Perspektive, wo wir uns hin entwickeln wollen und nicht ein Kontinent, der unsere Landsleute ausbeutet. Das macht kein soziales in Europa und das schafft Europafeindlichkeit und stärkt Europa in keinster Weise. Ja, wirklich vielen Dank, Arndt, für die wirklich klaren Worte. Du hast recht, wenn die Uhrmarke rausfällt, gibt es Sanktionen. Wenn ein Arbeiter ausgebeutet wird, gibt es keine Sanktionen. Das darf wirklich nicht mehr stattfinden. Vielleicht aber zu, du hast ein Thema angesprochen, kurz, dass nämlich deutsche Unternehmen ja auch produzieren lassen in Italien und in Spanien und deutsche Supermärkte ja auch einen Haufen Geld daran verdienen, dass so billig produziert wird. Das muss man auch sagen. Deshalb passt die Frage vielleicht ganz gut. Von Roland M. fragt nämlich, welche Möglichkeiten haben wir als Verbraucher, er stellt die Frage nach Fleisch, um Fleisch aus fairen Arbeitsbedingungen zu kaufen. Gibt es da Möglichkeiten, dass man sagen kann, es bricht sich auch an Anja, kann man eigentlich einen Nachweis machen, kann man eine Plakette dran machen nach dem Motto, dieser Betrieb zahlt fair, dieser Betrieb ist sozusagen dann einer, wo man ohne Schwierigkeiten, nicht nur aus ökologischen Gründen, das wir ja auch fordern, sondern auch, weil er soziale Bedingungen einhält, mit gutem Gewissen einkaufen kann? Oder kann man das Fleisch aus dem Schlachtbetrieb nehmen, weil er tatsächlich darauf verzichtet, seine überwiegend osteuropäischen Arbeiter auszubeuten? Gäbe es so ein System? Oder muss man sagen, warum sind wir überhaupt in diese Großstrukturen reingeschlittert? Das ist ja auch eine Frage. Warum gibt es nicht den Schlachthof um die Ecke oder den Metzger um die Ecke, der das noch selber macht? Warum sind wir gerade im Schlachthofbereich in diese Konzernstrukturen gekommen und haben keine regionalen Möglichkeiten mehr für Bauern, die das auch wollen,
um die Ecke den Metzger zu finden, der ja, handwerklich was macht. Vielleicht auch zu der Strukturfrage an beide diese Antwort, diese Frage. Wir haben ja, wenn wir über Kennzeichnung von Lebensmitteln reden, reden wir ja meistens über die Haltungsbedingungen der Tiere. Das ist ja immer eine der wichtigen Fragen, die gestellt ist. Ja, Martin, ich glaube, natürlich könnte man auch Fleisch kennzeichnen und sagen, das ist da ein regionales Unternehmen vor der Tür. Real, hast du aber schon richtig angesprochen, gibt es ja diese kleinteiligen Strukturen schon seit Jahren gar nicht mehr, weil natürlich die großen Höfe eine ganz andere Marktmacht haben mit den Preisen, die sie auch dann nach draußen verantworten können. Insofern, es würde ich mal behaupten, ist die einzige Chance an der Stelle tatsächlich als Verbraucher zu bestimmen, das so zu machen, wie ich das auch jahrelang gemacht habe, dass man sich das bekannte Rind um die Ecke mit Menschen teilt und zusieht, dass man das über so einen Schlachtbetrieb schlachten lässt, der das da tatsächlich dann noch kleinteilig macht und sich das zu Hause zerlegt. Das ist für einen sehr kleinen Personenkreis tatsächlich nur attraktiv. Ich glaube, damit wird man in der Masse nicht diese großen industriellen Strukturen in der Fleischverarbeitung aushebeln können. Und ich glaube ja auch nicht im Ernst, dass man durchsetzen könnte gegenüber den Herstellern oder zerlegenden Firmen vom Fleisch produzieren, tun sie es nicht. Das ist richtig, dass sie einen Aufkleber im Supermarkt drauf machen. In unserem Betrieb wird schlecht gearbeitet. Also das ist eine Vorstellung. Dann würde das Fleisch natürlich auch liegen bleiben. Insofern würde man für so eine Art der Kennzeichnung mit Sicherheit keine Mehrheiten kriegen. Aber ich finde das auch die falsche Idee. Ich weiß, dass wir manchmal über die Preise diskutieren, aber auch wenn wir das Fleisch zu einem höheren Preis anbieten, ist damit ja immer noch nicht sichergestellt, dass dann der fleischverarbeitende Betrieb auch zu vernünftigen Bedingungen schlachten und die Tiere zerlegen lässt. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dem wir über den Preis nicht begegnen können. Am Ende des Tages, wenn wir die Verhältnisse verbessern und europäische Standards einführen, kann es durchaus sein, dass Fleisch vielleicht zu einem höheren Preis zu kaufen ist. Aber da will ich jetzt im Moment noch gar nicht drüber diskutieren, weil im Moment müssen wir die Bedingungen regeln, zu denen da gearbeitet wird. Und da erhoffe ich mir einfach, dass wirklich morgen das Kabinett der Großen Koalition in Deutschland was vorlegt, und dann auch sich selber so ernst nimmt, dass man es mit der EU-Ratspräsidentschaft dann auch versucht, in Europa weiter zu vertreten. Wenn ich das noch kurz einflechten darf, man könnte ja tatsächlich aber auch veröffentlichen und wie das bei Gaststätten ja gefordert wird, ein Smiley drauf machen, ob der Betrieb sozusagen in Ordnung ist. Ich erinnere nur daran, gesundheitliche Probleme haben wir in Hessen auch gehabt mit einem Betrieb, der jahrelang Standards nicht eingehalten hat und daraus sehr Leute gestorben sind wegen Listerien. Und dieser Betrieb ist auch einer, der billigst und in Massen produziert hat. Also es ist natürlich auch eine Systemfrage am Ende. Natürlich können nicht alle um die Ecke schlachten, das ist richtig. Aber es ist halt auch die Frage der Förderpolitik. Wo gehen Investitionsgelder hin? Und wo legt man Maßstäbe an, die es auch heute noch kleinen regionalen Unternehmen überhaupt ermöglichen, noch in den jetzigen Zeiten zu produzieren. Ich glaube, die Verbraucher stehen dahinter. Aber vielleicht, Arndt, kannst du auch noch was dazu sagen? Ja, ich möchte mich bedanken bei Roland M. für diese Frage. Die deutsche NGG redet hier von einem Krankensystem. Und Anja hat das doch sehr deutlich geschildert. Danke sehr dafür. Wir haben hier die Situation, dass Schlachthöfe durch eine Rechtskonstruktion quasi nur noch Beschäftigte haben in der Kern, aber nicht mit Schlachten. Und das Schlachten durch eine Rechtskonstruktion in Deutschland zu einer externen Arbeit degradiert wird und die Leute dann auch nicht mehr beschäftigt sind in diesem Betrieb, sondern sogenannte Werkvertragsarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind.
Und das ist das offene Tor zur Ausbeutung von Schlachterinnen und Schlachtern in den deutschen Schlachthöfen. Und das ist Ergebnis einer nationalen Gesetzgebung. Und ich freue mich, dass Bundesarbeitsminister Heil, Anja, du hast das doch deutlich gesagt, angekündigt hat, morgen mit dem System Schluss machen zu wollen. Wie weit und wie schnell dieses System dann wirklich beendet wird, werden wir übermorgen sehen und wissen und entsprechend auch kommentieren. Zu den Möglichkeiten der Konsumenten, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich freue mich, dass in Italien unsere italienischen Gewerkschaften Träger eines Systems sind, wo Waren aus ehemaligem Mafialand, das enteignet worden ist, und den Lokalitäten, übrigens auch den Kleinbauernorganisationen, Alpa, herzlichen Dank, Terra Fecundis, herzlichen Dank dafür, zur Verfügung gestellt wird, wo dort produziert wird und dann in Mailand und Rom in Läden dieses Anti-Mafia-Landes dann die Verbraucherinnen und Verbraucher sicher sein können, dass sie hier Produkte bekommen, die wirklich sozial verträglich produziert worden sind. Es gibt solche Beispiele sehr viel, leider sehr wenig in Deutschland. In Deutschland gibt es eine stärkere Diskussion über die Frage der Regionalisierung. Aber auch das ist richtig. Das ist die Möglichkeit, dass der Verbraucher, die Verbraucherin in immer stärkerem Maße wieder ein Verständnis dafür entwickelt, wer ist eigentlich derjenige, der meine Lebensmittel, die ich zu meinem täglichen Leben brauche, wer ist das, der das erzeugt? Wenn diese Verbindungen vertieft werden, das führt auch wieder dazu, dass die Leute selbstverständlich bei Hoftagen, Tagen der offenen Tür sagen, wie geht ihr denn mit euren Beschäftigten um? Viele davon sind ja auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die interessiert sowas. Im Übrigen würde ich mich freuen, wenn der Deutsche Bauernverband beispielsweise die Gewerkschaftsinitiative Faire Saisonarbeit mit dem Versuch der Labeling von guten Betrieben unterstützen würde und freue mich im Anschluss an die Diskussion mit dem Bauernverband auch da vielleicht zu Fortschritten zu kommen. Das sind alles Initiativen, die möglich sind. In verschiedenen Ländern, Dänemark, Niederlanden gibt es solche Soziallabel. Aber im Übrigen darf das nicht eine Entschuldigung für den Gesetzgeber sein, denn eigentlich müssen doch die Verbraucherinnen und Verbraucher davon ausgehen können, die Produkte, die sie kaufen, werden unter Einhaltung gesetzlicher, nationaler oder regionaler Standards erzeugt, sind sicher und gut und auch sozialverträglich hergestellt. Und darauf muss ich mich als Verbraucherinnen und Verbraucher verlassen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss allerdings wirklich geguckt werden, ob nicht andere Möglichkeiten der Lenkung dieser Betriebe, die sich nicht an Regeln halten, durchgesetzt werden. Dieses Nicht-Einhalten von Standards führt zu derartig starken Deformationen in Betrieben, dass ich Mitgliedstaaten in Europa habe, wo der Anteil derer, die sich nicht an die Regeln halten, so groß ist, dass selbst diejenigen, die unter massivem Interesse, die massives Interesse haben, die Regeln einhalten zu wollen, dass selbst die in die Situation kommen, diese Regeln nicht mehr einhalten zu können, ob das Genossenschaftssysteme sind, ob das Kleinbauernorganisationen sind und dergleichen. Auch gewerkschaftlich organisierte Kleinbauernorganisationen unter den sozialen Druck kommen, quasi als einzige noch in der Region soziale Standards einzuhalten und damit kaum mehr konkurrenzfähig mit ihren Produkten sind. Das kann doch nicht die Zukunft sein und das muss Politik ändern. Dafür ist Politik da und das erwarten wir von Politik. Ja, vielen Dank, Arndt. Noch auch dafür und Anja für die klaren Aussagen. Vielleicht nochmal an Boris die Frage. Wir haben, die Zeit rennt uns davon, dass wir nochmal zwei mündliche Fragen reinnehmen. Wäre das machbar? Na klar, das können wir gerne tun. Ich habe hier mal ein paar Fragen gesammelt und würde die jetzt der Reihe nach vorlesen und bin hoffentlich langsam genug, dass ihr das alle mitschreiben könnt. Und zwar habe ich hier Volker B., der fragt, Kontrollen sind ja häufiger in der Kritik. Macht es bei Kontrollen nicht grundsätzlich Sinn, ortsfremdes Personal einzusetzen, um persönliche Betroffenheit oder gar Kuhlei zu verhindern? Spannende Frage. Nehme ich mal so in die Runde. Dann habe ich hier
Rüdiger S. In einer ähnlichen Richtung fragt er, wie kann die hohe Konzentration der Fleischindustrie auf wenige dominierende Konzerne aufgelöst werden? Wo bleiben die kleineren Schlachthöfe? Welche politischen Weichenstellungen sind hierfür nötig? Rüdiger S. zur Konzentration der Fleischindustrie auf immer größere Häuser. Kann ich hier aus der Region auch ein Lied von singen? Andreas W. fragt, kann man bei Bioland, Naturland, Demeter davon ausgehen, dass dort auch faire Schlachtbetriebe beteiligt sind? Nicht bio, sondern fair. Andreas W. fragt nach Bioland. Ich denke, das könnte eine Frage für Martin sein. Ich schaue noch mal hier durch. Ich habe noch Sigrid A. Hier wird gefragt, sie fragt, die Grünen werden zum Beispiel in Deutschland kritisiert für ihre aktuellen Forderungen nach höheren Preisen am Regal. Damit werden weder die Urproduktion noch die sozial schlecht gestellten Tagelöhner erreicht. Hat jemand mal die Margen in der Kette gerechnet nach Stall und Acker, um da anzusetzen, dass Verarbeitung und Handel diese zur Verbesserung der sozialen Situation einsetzen? Also auch ohne Preiserhöhung, gibt es da eine Möglichkeit zu handeln? Das wären jetzt mal ein paar Fragen gebündelt. Martin, ich überlasse dir die Zuordnung. Ja, vielen Dank für die Fragen, weil wir ja gerade wieder eine Preisdiskussion haben, die auch immer dann aufkommt, wenn es um Skandale geht und schnell wieder vergessen ist. Wir müssen natürlich über Preise reden, weil der ganze Druck, ich habe es vorhin gesagt, wird ja auch ausgeübt. Es wird gerade bei Fleisch und auch bei Gemüse enormer Druck von Seiten des Handels gemacht, möglichst billig zu liefern. Und dieser Druck wird weitergegeben, der wird zuerst an die Bauern weitergegeben. Und wenn die Bauern dann halt gerade im Gemüsebereich Angestellte haben, wird der Druck weiter durchgereicht. Ja, also man muss sich gerade, ich habe selber das gesehen in Süditalien, man muss sich auch damit beschäftigen, wie die Strukturen da sind und wer das bestellt. Also im Grunde genommen müssen Verbraucher nachfragen, ja, wir haben ja die Lebediskussion, aber werden denn alle in der Kette gut bezahlt? Es ist leider so, bei Fleisch ist es ja mittlerweile so, das gehört auch zur Wahrheit dazu, da kommen noch 20% des Preises beim Bauern an. Ja? Der Rest ist Handel, ist Kontrolle, ist der grüne Punkt und wer alle an diesem Zeug verdient und Bauern haben den nur noch höchsten 20% Anteil. Auch das gehört zur Wahrheit. Die Bauern hatten mal einen Anteil an den Nahrungsmitteln quasi von der Herstellung, das lag bei 60%. Und deshalb müssen wir da auch drüber reden. Nur das wird jetzt nicht das aktuelle Problem lösen. Aber wir müssen diese Debatte führen um faire Bezahlung, faire Preise, also in der ganzen Kette. Und da haben die großen Handelsketten eine wahnsinnig große Verantwortung, denn die großen vier üben den massiven Druck aus. Ich möchte auch noch mal kurz was dazu sagen, bevor ich das Wort an die anderen beiden weitergebe. Ich hatte kurz was gesagt zu den Kontrollen früher schon. Ich war selber mal mit einem Kontrolleur unterwegs, als ich noch in Hessen im Landtag saß. Ja, es gibt sozusagen die großen Betriebe, die großen Steuerzahler vor Ort und die Kreise sind ja für die Überwachung in erster Linie zuständig. Ich finde, wir brauchen ein anderes Kontrollsystem. Das kann nicht sein, dass die Kreise am Ende dafür zuständig sind und auch den Kopf hinhalten müssen. Da müssen andere Strukturen geschaffen werden, überörtliche Strukturen für die Kontrollen. Das kann man nicht den Kreisen überlassen. Wir brauchen kleinere Schlachthöfe. Dazu gehört aber auch, dass es aufhört, dass die europäische Hygienerichtlinie zum Anlass genommen wird, kleine Schlachthöfe zu schließen. Wenn ich auf der Weide schlachte, ist das Risiko, sich mit Corona zu infizieren, wesentlich geringer, als wenn ich die 500 Kilometer in die Schlachthöfe fahre und dann von Beschäftigten schlachten lasse. Da ist das Risiko größer. Trotzdem verbieten deutsche Behörden, Bauern auf den Hof zu schlachten. Also das ist, kann man nicht nachvollziehen. Ein letzter Punkt, ja, Bioland. Ich möchte jetzt nicht für alle Biobetriebe die Hand ins Feuer legen, aber wir haben ja selber Regeln, die zum einen sich damit ganz klar sagen, wir brauchen Schlachthöfe, die anders schlachten. Wir haben auch andere Schlachthöfe und wir müssen vor allem da auf die Transportzeiten noch achten. Aber ich würde jetzt nicht für alle die Hand ins Feuer legen, weil wir tatsächlich das Problem haben, als Bauern
Wo gibt es denn diese Schlachthöfe noch? Das ist ein Problem. Sie gibt es einfach nicht mehr. Und deshalb müssen wir auch bei der Förderpolitik da umsteuern. Aber ich möchte das Wort gerne an die anderen beiden geben, weil das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Wer möchte zuerst? Anja? Ja, ich lege mal los, weil diese Kontrollfrage ist ja eine, die offensichtlich auch Hubertus Heil umgetrieben hat. Und wir erwarten auch, dass er dazu morgen was sagt. Also ich würde mal behaupten, wenn es so wäre, dass wir ortsfremde Leute kontrollieren lassen müssten, weil wir denen vor Ort das nicht mehr zutrauen, dann hätten wir ein Problem, weil wir ja auch Veterinär Menschen haben, denen wir auch unterstellen müssen, dass sie ihre Arbeit ordentlich machen. Also das ist ein Problem. Ich glaube, was viel wichtiger ist bei der Frage der Kontrollen, dass wir überhaupt genug Menschen haben, dass sich Zoll und andere Leute auch verschränken. Das könnte tatsächlich vielleicht auch zu einer höheren Transparenz führen, dass man Mehraugenprinzipe anwendet. Aber dafür müsste man halt die Kontrollbehörden auch deutlich besser aufstellen. Wir haben im Moment eine Quote, die so gering ist, dass ich glaube, man alle 25 Jahre nur mit Kontrollen rechnen muss. Wir brauchen natürlich eine viel höhere Kontrolldichte, um auch, wenn was festgestellt ist, anschließend zu kontrollieren, dass es sich verbessert. Also das Petitum ist da eher mehr Leute und vielleicht auch vernetzte Kontrollen, sodass man das gemeinschaftlich macht. Das ist ein wichtiger Punkt, diese hohe Konzentration und die Frage nach den kleineren Schlachthöfen. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir befinden uns ja nicht in der Planwirtschaft. Das sind ja Unternehmen, die selber geplant haben und die nicht irgendwelche Staatsanteile haben und von irgendeinem Wirtschaftsministerium ausgesteuert werden, sondern die Entwicklung, die letzten Jahre ihren Lauf genommen hat, ist jetzt erstmal passiert. Ich würde mal behaupten, und da wird sicherlich an für die IG Bau genauso votieren. Wenn Arbeit das kostet, was sie kosten muss, also wenn wir vernünftige Mindestlöhne und vernünftige Arbeitsbedingungen haben, dann wird das dazu führen, dass diese großen Ordnungsgrößen auch nicht mehr so lukrativ sind, weil das ganze System der industriellen Schlachterei und Fleischzerlegerei fußt auf den schlechten Arbeitsbedingungen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den hat Arndt eben auch so gut erklärt. Da muss Politik tätig werden. Also da müssen die Standards eingezogen werden. Und ich sage es auch nochmal, also da bin ich auch fest von überzeugt. Ich glaube, die sicherste Methode, die Eigenkontrolle in den Unternehmen passiert, durch gut organisierte, gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ihre Rechte kennen und Betriebsräte, die sich einmischen. Und insofern ist mein Petitum beides. Also wir brauchen Kontrollen auf der einen Seite, aber die Selbstkontrolle durch gut, in guten Verhältnissen arbeitende Beschäftigte, die in der Gewerkschaft agieren, die sich beraten lassen, die einen Betriebsrat haben, den sie ansprechen können, das wäre ein sicheres Mittel. Und das ist alles in den Schlacht- und Zerlegehöfen im Moment nicht state of the art. Und deshalb müssen wir an der Stelle als Gewerkschaften dranbleiben. Martin, du musst auf europäischer Ebene dranbleiben. Wir müssen diesen Großbetrieben einfach andere Standards verordnen. Das ist, glaube ich, im Moment die einzige Chance, wie wir da rankommen. Und ob dann die Fleischpreise steigen oder nicht, ich muss ehrlich sagen, also das ist ganz am Ende das, womit wir uns dann auseinandersetzen müssen. Aber ich bin sehr beahnt. Erstmal ist die Frage, was kann Politik leisten, um das alles zu sortieren? Und wenn dann auch Spargel, den man 3 oder 4 Mal im Jahr kauft, ein paar Euro teurer ist, ich glaube tatsächlich, das werden die Verbraucherinnen und Verbraucher verkraften. Also besser als die Vorstellung. Mir ist der Spargel dieses Jahr sehr schwer gefallen, weil ich tatsächlich immer vor Augen habe, unter welch schlechten Bedingungen unsere Erntehelferinnen und Helfer in diesem Jahr gearbeitet haben. Und ich bin ziemlich sicher, das geht vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern genauso. Hans? Herzlichen Dank, Martin. Darauf hatte ich gewartet, genau. Ja, danke, Anja. Ich finde das ganz wichtig. Eine Sache dazu, selbstverständlich hat die Struktur- und Ordnungspolitik auch dazu geführt, diese Konzentration übermaßen
zu begünstigen. Und wenn wir uns die Unterschiede in den europäischen Mitgliedstaaten anschauen, dann sehen wir, dass es auch viele Alternativen gibt. Da muss man auch gar nicht so weit weggucken. Wenn man da mal nach Österreich guckt, da sieht man schon, dass man das auch anders organisieren kann. Das hat also auch sehr viel mit Politik und nicht nur mit Markt zu tun. Und zu den Kontrollen. Also ich glaube, dass gerade in solchen Bereichen wie hochkonzentrierte Fleischindustrie, Schlachthöfe, EU-Zertifikate, EU-zertifizierte Schlachthöfe als Bedingung für Zulassung von Schlachtungen, dass die für Kontrollen prädestiniert sind. Im Gegensatz zur Landwirtschaft. In der Landwirtschaft haben wir in der Europäischen Union rund 15 Millionen Betriebe. Das sind in der Landwirtschaft mehr Betriebe als in allen anderen Wirtschaftssektoren zusammen. Das darf man dabei nicht vergessen. Wir haben durchschnittlich unter einen Arbeitnehmer pro Betrieb abhängig beschäftigt. Das bedeutet, wenn ich den Kontrolleur ersetze durch einen ortsfernen Kontrolleur, wie Volker B. das gefordert hat, dann wird das an Verbindungen vielleicht nicht viel Positives entwickeln. Im Gegenteil, der Kontrolleur aus dem Arbeits- oder Gewerbeamt oder Gewerbeaufsicht oder Arbeitsschutzbehörde oder wer da jeweils wie zuständig ist, der Arbeitsinspektor oder Kontrolleur, der wird sich montagmorgens ja entscheiden, in welche Betriebe wird er diese Woche besichtigen. Und die letzten Betriebe, auf die der kommt, ist die Landwirtschaft. Ich sage das deutlich, weil ich glaube, dass in der europäischen Landwirtschaft, ich bin auch Vertreter der Arbeitnehmer für die Landwirtschaft in der europäischen Plattform gegen undokumentierte Arbeit, also gegen illegale Beschäftigung, eine Einrichtung der Europäischen Kommission, die sich mit Strategien zur Eindämmung von illegaler Beschäftigung befasst, weil wir dort einfach feststellen, unser Schwerpunkt sind nicht die Kontrollen in der Landwirtschaft. Das ist bei den Schlachthöfen, das habe ich gesagt, ganz deutlich was anderes. Aber in der Landwirtschaft ist die Situation so, dass wir unsere schwarzen Schafe kennen. Wir wissen, wer die Regeln nicht einhält und wer sie einhält. Es ist viel wichtiger als die Kontrolle, die Frage, ist es akzeptiert, dass diese schwarzen Schafe in den Kreisbauernverbänden in Europa, in den Strukturen der Erzeuger, die großen Wortführer sein dürfen oder nicht. Das muss sozial geächtet werden und das kann am besten dadurch sozial geächtet werden, dass nachdem klar ist, wer wie viel Agrarsubventionen bekommt, eine entsprechende Kürzung von Agrarsubventionen bei Nichteinhaltung von Tierschutz- und Beschäftigungsstandards, wenn dort Kürzungen erfolgen, dann kann das jeder auf den entsprechenden Listen sehen. Und das wirkt viel mehr als eine Verstärkung von Kontrollen. Im Biobereich, ich sage das mal ganz deutlich, die biologische Landwirtschaft ist für uns als Gewerkschaften ganz, ganz herausragender Bedeutung, weil der Mechanisierungsgrad in der Biobranche nicht so hoch ist wie in der konventionellen Landwirtschaft und pro Produkt, pro Erzeugung ein höherer Anteil von Arbeitskraft dahinter steckt. Eine viel, viel höhere Arbeitszufriedenheit, ein hohes Engagement der Beschäftigten in der Biobranche. Und unser zentrales Problem in der Biobranche sind betriebliche oder branchenbezogene Alterszusatzversicherungen. Wir brauchen dort eine Verbesserung bei den Rentenbeziehern, die jahrzehntelang in der Biobranche gearbeitet haben, weil die Löhne dort nicht sehr hoch sind, die Arbeitszufriedenheit sehr hoch ist. Und wenn die Leute dann alt sind, dann sollten sie nach jahrzehntelanger Tätigkeit in der Branche auch zumindest eine Rente haben, von der sie menschenwürdig leben können. Das wäre meine Forderung an die Biobranche, die im Übrigen ansonsten die wichtig ist, Andreas W. hat darauf ja nochmal hingewiesen. Siegfried A. hat nochmal gesagt, das war die letzte Frage von mir zu Bündnis 90 und den Preisen. Ich unterstütze, was Martin gesagt hat und möchte auch vielleicht den einen oder anderen dabei in seiner Vorstellung enttäuschen. Selbst wenn wir die Preise verdoppeln und der Spargel hat einen Lohnkostenanteil von etwa 7%, so hoch liegt der Lohnkostenquote beim Spargelprodukt. Selbst wenn wir dort die Kosten verdoppeln würden, also für ein Kilo nicht 10 Euro, sondern 20 Euro ansetzen, dann würde dort bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nichts ankommen. Die Gelder verschwinden woanders. Martin hat die Zusammenhänge dargestellt.
Und es geht hier nicht darum, das Fleisch teurer zu machen, den Spargel teurer zu machen oder so, sondern es geht wirklich darum, einmal als Verbraucher wirklich nachhaltig sich zu ernähren, zu leben, selbstverständlich, und im Übrigen deutlich zu machen, dass man, wenn klar ist, dass hier Produkte von Erzeugern auf dem Markt sind, die nicht soziale Standards einhalten, dass man die als Verbraucher ächten will. Und da ist dann Politik und Vermarktung und Lebensmitteleinzelhandel und die ganze Kette gefordert, hier wirklich sich selbst so zu kontrollieren, dass der Verbraucher mit richtigem und mit gutem Gewissen sagen kann, ich freue mich auf den Spargel, weil jetzt ist Spargelzeit und da will ich auch einen ordentlichen Spargel essen. Ja, vielen Dank, Arndt. Ich sehe gerade, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Frage unterbringen können oder ob jetzt vielleicht jeder noch mal ein kurzes Schlussstatement macht. Ich glaube, das ist besser, wir machen ein kurzes Schlussstatement, weil ich glaube, dass wir diese Sache nicht jetzt auf einem Webinar beruhen lassen sollten, sondern gemeinsam jetzt unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ich bin der Meinung, ich habe auch heute viel mitgenommen, auch viele Sachen, wo wir ansetzen müssen. Das Wichtigste ist für mich, dass wir auch mit den Gewerkschaften eng zusammenarbeiten als Politiker. Denn wie Arndt schon sagte, wenn man da vor Ort ist, dann weiß man auch, was zu tun ist. Und dass wir die Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament und die Kommission und auch die Bundesregierung nicht aus der Pflicht lassen, dass, wenn Corona jetzt nicht mehr das zentrale Thema ist, hoffentlich, sage ich mal, hoffentlich in ein paar Wochen, dass wir uns dann daran erinnern, dass wir da ein Problem haben, was mit Corona nicht verschwindet, sondern dass das jetzt nur sozusagen für mich die Spitze des Eisberges ist und dass dieses Problem angegangen werden muss, wie überhaupt Bezahlung in den Bereichen. Also ich sage es nochmal aus einer landwirtschaftlichen Sicht, die wenigsten Betriebe zur Ehrenrettung der Bauern haben überhaupt Fremdarbeitskräfte. Ja? Das sind die Großen, und Arndt, du hast es ja zu Recht gesagt, die sind eigentlich bekannt, wer in der Branche das macht. Die Masse der Bauern arbeitet ja selbstständig und ist ja auch nicht bei den Spitzenverdienern, muss ich ja auch ehrlicherweise sagen. Deshalb, faire Preise, faire Bedingungen gehören für mich unmittelbar zusammen und daran müssen wir arbeiten. Ich würde ganz gerne nochmal jetzt Anja und Arndt kurz Gelegenheit geben, auch ein kurzes Fazit zu machen und mich schon mal ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken, auch bei Boris, auch bei allen anderen, die da im Hintergrund mitgewirkt haben, ganz herzlich bedanken, dass wir das machen konnten. Und wir werden weiter am Thema bleiben und werden euch auch berichten, was wir an Initiativen starten und wie sie dann auch in Brüssel und in Berlin ankommen. Vielleicht Arndt und dann Anja zum Schluss. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich über dieses Webinar, möchte mich mal Martin herzlich bedanken, bei Boris herzlich bedanken. Das war eine gute Gelegenheit. Freue mich, Anja kennengelernt zu haben, die noch nicht so lange im DGB-Bundesvorstand ist, und freue mich auf eine gedeihliche Zusammenarbeit und möchte eine Sache nochmal wirklich ins Zentrum stellen. Die Sonderregelung des Zugangs von Saisonarbeitern aus Mittel- und Osteuropa auf den deutschen Arbeitsmarkt in Zeiten der Corona muss begleitet werden durch eine Offensive zur Information und Beratung dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über ihre Rechte, aber in Zeiten der Corona auch über ihre Pflichten. Wir brauchen eine Unterstützung auch der deutschen Bundesregierung, um besser diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die Situation des Arbeitsschutzes in Deutschland, in der Landwirtschaft zu informieren und zu beraten. Ich freue mich über die Initiativen des BMAS, des Deutschen Arbeitsministeriums, und hoffe, dass wir in diesem Zusammenhang wirklich in den nächsten Wochen zu Lösungen kommen, damit wir in Zeiten der Corona-Krise noch vor Beginn der zweiten Jahreshälfte wirklich in der Lage sind, eine Hotline für diese Beschäftigten in ihren Muttersprachen freizuschalten, dass wir in der Lage sind, eine elektronische Applikation anzubieten, die in der Sprache und im Kulturverständnis unserer Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter Informationen darüber gibt, wie man sich schützen kann über all die Bedingungen, die auf Landarbeiterinnen und Landarbeiter einströmen. Das ist heute, und das ist mein letzter Satz dazu, übrigens nicht nur Corona,
sondern in Zeiten des Klimawandels ist das auch viel Hitze, die Hautkrebs verursacht, der zu Hitzetoten in der deutschen Landwirtschaft führt. Aber in anderen Ländern ist die Situation natürlich unvergleichlich viel dramatischer. Also da brauchen wir wirklich Unterstützung. Und Martin, an dich nochmal abschließend ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir in dir auch einen verlässlichen Partner haben, der immer wieder auch ein offenes Wort für die Sorgen der europäischen Landarbeiterinnen und Landarbeiter hat. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Boris. Vielen Dank, Arndt. Und ein ganz herzliches Dankeschön natürlich an alle diejenigen, die wir heute Abend nicht sehen können, aber die aus Interesse heute Abend diesem Webinar gefolgt sind. Mich macht das tatsächlich sehr zuversichtlich, dass ich nach heute Abend glaube, wenn diese Krise zu einem gut war, dann war das dazu da, dass wir uns mit der Situation nicht nur von Wanderarbeitern, sondern auch Mitarbeiter und Mitarbeitern in Schlacht- und Zerteilbetrieben auseinandergesetzt haben. Wenn Hubertus Heil für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales morgen neue Maßstäbe und neue Standards verkündet, dann ist das ein Riesenschritt. Aber dann geht die Arbeit natürlich auch erst los. Also ich finde, Arndt hat es eben sehr gut beschrieben. Wir sind für die Menschen, die hier zum Arbeiten herkommen, verantwortlich. Wir tragen eine Verantwortung, nicht nur als Gewerkschaften, nicht nur als Politiker wie Martin, der sich da auch intensiv mit beschäftigt, sondern auch politisch. Wir müssen Rahmenbedingungen haben, dass Menschen, die hier arbeiten, ihre Rechte, ihre Pflichten und auch ihre Möglichkeiten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kennen und selber in Anspruch nehmen. Liegen noch viele Jahre harte Arbeit vor uns. Aber ich habe heute Abend insofern, und deswegen war das für mich auch wirklich ein Geschenk, das mit euch machen zu können, ein gutes Gefühl, dass wir in Deutschland im 21. Jahrhundert nicht nur Gewerkschaften und Politikerinnen und Politiker haben, sondern ich glaube auch eine Bundesregierung, die das Problem begriffen hat und die sich dran macht, Verhältnisse zu verbessern und zu verändern. Und wenn wir es dann noch schaffen, das tatsächlich für ein gerechteres Europa einzuspeisen, glaube ich, dann ist ein Arbeitsplan, der vor uns liegt, Arndt und Martin, glaube ich, wo wir gerne drangehen werden und wo wir uns hoffentlich auch noch häufig begegnen. Und ganz am Ende, alle, die mitgehört haben, haben heute Abend auch noch mal so ein bisschen sicherlich nachgedacht über die Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ich glaube wirklich, wir können da was bewegen und es muss auch was bewegt werden. Vielen Dank für diese guten Fragen, für dieses anregende Gespräch. Und ab morgen geht es dann mit der Arbeit weiter. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an Anja. Das war übrigens für mich heute Abend eine Premiere. Ich darf auch Aldo, der im Hintergrund wirkt, also unser Mitarbeiter von der Europafraktion, ganz, ganz herzlich danken. Die Leute im Hintergrund kriegen das immer nicht so richtig ab. Aldo, ganz herzlichen Dank, dass du deine Abende opferst für die deutsche Gruppe, um diese Webinare zu machen. Ich darf auch noch ankündigen, weil die noch da sind und sie jetzt Geschmack gefunden haben. Nächste Woche mache ich ein Webinar mit Sarah Wiener, die ja bekannt ist und jetzt meine neue Kollegin im Europäischen Parlament ist, die auch übrigens als unsere Schattenberichterstatterin für Farm to Fork wirken wird. Wir machen nächste Woche, und da muss ich jetzt den Boris fragen, wann eigentlich genau, ein Webinar nach dem Motto Essen ist politisch, um auch mal zu sagen, das ist auch alle Bereiche sind politisch und Essen ist wohl mit das Politischste, was wir im Moment machen und wo wir auch was verändern können. Vielleicht, Boris, wenn du noch mal sagst, wann das genau ist, damit ja keiner nächste Woche irgendwann eine Leere fühlt nach dem Motto kein Webinar, dann können wir das jetzt beenden. Ich darf mich schon mal bei allen ganz herzlich bedanken. Und Boris, sagt doch nochmal, wann das ist. Ich wünsche euch allen einen schönen Restabend und wir sehen uns nächste Woche. Ja, sehr gerne. Dankeschön, Martin. Danke auch an Aldo für die Zusammenarbeit. Das hat ganz hervorragend geklappt. Wir werden das nächsten Mittwoch, also morgen in einer Woche, 20:30 Uhr mit dem gleichen Tool wieder machen.
20.30 Uhr die Anmeldung über grüne-europa.de. Dort einfach auf Webinare klicken. Da findet ihr auch viele weitere Webinare, die die Europafraktion, die Grüne Europafraktion anbietet. Das mit Martin und Sarah ist nächste Woche Mittwoch 20.30 Uhr. Damit beenden wir das Webinar an dieser Stelle. Danke sehr herzlich den Referentinnen, Referenten und Martin natürlich für die wunderbare Arbeit und einen schönen Abend. Jo, ciao. Tschüss, schönen Abend. Tschüss.